Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Super Mega Random Flash Game. Dieses Mal mit Dick. Du China. Ein Spiel, in dem man sich nach China buddelt. Hab's ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Ich hab gerade auf Newgrounds geschaut, was so der angesagte Shit ist, habe ich das gesehen und es wurde mir schon des Öfteren vorgeschlagen, deswegen. Spielen wir es mal und schauen, was wir so bekommen. Maus only, bitte. Okay, bewege die Maus in die Richtung, wo du willst. Klicken, um Zeug zu benutzen. Okay, ich kann Sachen upgraden und eine Uhr. Okay. Dick los! Okay, ich bin gespannt, was, wenn die Zeit abläuft? Was, wenn die Zeit abläuft? Time up. Neuer Rekord, 12. Okay. Jetzt kann ich hier dann Shit upgraden, oder? Kann ich, okay, wir diggen mal again. Und versuchen mal mehr rauszudiggen. Dann können wir uns auch irgendwas Cooles dafür kaufen, denke ich. So zumindest die Theorie, wie es in der Praxis aussieht, wird sich zeigen. Und wir haben extra Zeit bekommen. Yes! Okay, ich sehe schon, die blauen Teile wollen wir nicht wegbuddeln. Das scheint nicht so ganz zu klappen. Aber hey! 36 Meter, neuer Rekord, wundervoll. Was kann ich sonst noch alles? Explosives Drill Upgrade. Okay. Ach, da oben sehe ich dann, wie viel ich von was habe. 10 Eisen und 15 Gold. Okay, kann ich nicht. Wir brauchen mehr Stuff, damit wir es upgraden können. Vielleicht sollte ich mir auch mal Sprengstoff holen. Wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Seid ihr Freunde von Sprengstoff? Ich schon. Sprengstoff ist super. Explosionen. Yay. Okay, jetzt können wir... Was ist eigentlich das andere Zeug? 3x Kohle. Okay. Kann man da dann öfter aus die Luft sprengen oder nur einmal? Das wüsste ich gerne. Aber hey, wir werden es herausfinden, denke ich. Und ich glaube, dieses Spiel hat übrigens kein Ziel oder so. Das ist, glaube ich, nur so ein Teil. Wie weit schaffst du es zu kommen? Ohne Ziele. Einfach so. Okay, kaufen wir das mal. Kann ich jetzt immer was sprengen oder habe ich jetzt nur eine? Oder eine pro Run. Boom! Alter. Also ich auf jeden Fall keine mehr. Ist schon mal klar. Boah, hier hätte ich voll viel holen können dafür. Fuck, ich hab's dumm eingesetzt. Okay, und ich glaube, um da weiterzukommen, müssen wir dann das Drill upgraden. Ich glaube, ich kann da immer nur eine verwenden. Das ist uncool. Hey, Higher Penetration. Da bin ich ein Freund von. So, dann. Oh, da kommt gleich ein gutes Stück schneller voran, der Kollege. Wundervoll. Habe ich schon erwähnt, dass ich so Upgrade-Spiele mag? Ja, habe ich schon erwähnt. Muss man auch mögen, wenn man irgendwelche Flash-Games spielt, weil... Gott, gibt's da viele davon. Hatte ich eigentlich diesmal eine Bombe? Glaub nicht, oder? Nee, ich habe keine. Okay, man hat also immer nur eine Bombe. Das ist ein bisschen uncool. Ich glaube, als nächstes sollten wir vielleicht ein Zeit-Upgrade in Betracht ziehen, weil... Alter, ich brauche mehr Zeit. So, da drüben! Yes! Noch mehr Zeit! Yes! Alter, bin ich gut in dem Spiel! Gebt das mal zu! Ich meine, seid mal ganz, ganz ehrlich zu euch. Oh. Das wird nichts, okay. Seid mal ganz ehrlich, das war solide, 63 Meter. Alter, krass. Time Upgrade, 25 Eisen. Oh, habe ich wenig Eisen. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz gezielt mal uns mehr Eisen holen. Das wird ja so nichts, das geht ja so gar nicht klar. Vor allem sollte ich vielleicht mal ganz gezielt nach den Uhren buddeln. Das wäre mal eine Überlegung wert. Ah, da ist eine. Die will ich. Dankeschön. So, wo ist die nächste? Ich glaube, so funktioniert das Spiel auch. Oh, hier ist schon ganz schön träge. Finde ich nicht so gut. Aber okay, ich buddel mich da durch. Hab da kein Problem mit. So bin ich ja nicht. Wäre ein netter Typ. Schon. Fuck! 67 Meter! Yay! Ich habe wieder fast keinen Iron. Bullshit. More Moles, okay. Maulwürfe habe ich noch gar keine gesehen. Titaniums hatten wir noch gar nicht. Gespannt, wo das Spiel hier noch so hinführen wird. Ich habe nicht aktuell keine Ahnung, wie es da später aussehen wird, wenn man da ein bisschen weiter ist. Und eigentlich hat man da immer eine Ahnung, aber aktuell bei dem Spiel, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich sehe es nicht. Nee, ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, Iron. So, okay, wundervoll. Läuft ja ganz gut soweit, würde ich fast meinen. Komm schon. Yes! Die Knochen sind, glaube ich, nur Hindernisse, oder? Oh, noch eine Uhr. Hervorragend.
Dann möchte ich die da unten noch haben. Yes! Alter, Alter, Alter. Ey, ich komme so tief da runter. Das glaubt ihr gar nicht. Im Limbo würde ich einen Weltrekord aufstellen, wenn ich so tief runterkommen würde, Leute. Oh, Titanium. Titanium ist der Shit und die Uhr habe ich ja sowas von verpasst. Das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Aber 104 Meter. Das ist doch schon mal weniger dumm. Immer noch zu wenig Iron. Ach, ist das ärgerlich. Und dreimal Titanium, okay. So, shit, ich sehe keine Uhr. Das ist nicht gut. Aber hier sind die drei Iron, die ich brauche. Wundervoll. Ich glaube, ich komme langsam rein in das Spiel. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Für meine Verhältnisse war das jetzt schnell. Normalerweise brauche ich länger, um was zu verstehen. Erinnert ihr euch noch an das Burgerspiel? Ich habe lange gebraucht, bis ich das mit den Zutaten kapiert habe. Ich kann die Knochen da mitnehmen. Bringt das auch irgendwas? Ha. Ich glaube, an die Uhr kommen wir nicht mehr ran. Doch. Yes. Bone. Tatsächlich kann die mitnehmen. Was für Schwachsinn. Bringt das was? Ich glaube nämlich nicht. Oh, yeah. Titanium. Oh, Titanium-Ader. Oh, ich will da mehr. Ich will... Oh, fuck. Zu wenig. Egal. Das war solide. Wir können Time-Upgrade holen. Oh, Balsam. 10-mal Titanium. Okay, ich glaube, das bekomme ich hin. Ich muss jetzt nur ganz sneaky und geschickt irgendwie zu der Uhr hinkommen. Da. Zur nächsten Uhr. Da. Alter. Okay, dann sollten wir das hinbekommen. Dann kann ich mich besser durchbohren irgendwie. Das wird dann schon irgendwas bringen. Hoffe ich. Ah, wir wollen da unten links zu der Uhr hin. Das war eine dumme Entscheidung, oder? Na, ich sehe schon, das war dumm. War nicht clever. Aber hey, ich sammle so viele Rohstoffe ein. Warum hole ich mir eigentlich keine Bomben? Das ist eigentlich mein Problem. Vor allem wäre es halt echt clever, wenn ich dann zu sowas hier komme. Mit relativ viel Titanium. Wenn ich hier dann Bomben hätte, könnte ich mir da echt eine Menge holen. Fucking Bomben. Braucht man die Kohle überhaupt für irgendwas anderes? Ich glaube nicht, oder? Fuck, time up. Aber hey, wir sind eben runtergekommen. Nee, will ich nicht. Braucht man die Kohle für was? Nee. Ein Hut, der nichts macht und cool aussieht. Den nehme ich. Demnächst. So, wir holen uns jetzt ein paar Bomben, Leute. Braucht die Kohle sonst ja eh für nichts. Dann bin ich bereit. Alter! Was? War das? Habt ihr das? Ihr habt das gesehen, oder? Was zum Teufel? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich weiß es halt echt nicht. Meine Fresse. Habt ihr den gesehen, Kollegen? Der ist abgegangen. Alter. Okay, da haben wir noch mehr... haben wir noch eine Uhr? Möchte ich haben. Wundervoll. Warum nehme ich überhaupt die Knochen mit? Das bringt nichts. Sieht aber cool aus. Super coole Knochen. Ich meine, ich kann einen Hut dafür kaufen. Hut ist super. Jetzt haben wir hier alles. Egal, will ich haben. Ich glaube, ich bekomme das Zeug nicht, wenn ich es wegsprenge, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Wir können mal den hier holen. Will ich das? Nee, will ich nicht. Ich möchte keine Maulwürfe. Ich möchte einen anderen Crap haben. Alter. Dieser Bohrer. Verdammte Scheiße. Was ist denn los mit dem? Ich meine, habt ihr den Bohrer wieder gesehen? Alter. Der geht ab. Der geht voll ab, der Bohrer. Ich glaube, ich habe zu wenig Gold insgesamt. Aber hey, wir können jetzt gleich wieder ein Upgrade kaufen, weil ich glaube, ich habe jetzt genug Eisen für Stuff. Oder? Nee, habe ich nicht. Ich brauche... Ach, da brauche ich 20 Titanium. Oh, gut, dann machen wir nochmal. Oder will ich den Bohrer upgraden? Ich weiß... Nee. Ich will eine bessere Spitzhacke haben. Das scheint mir sinnvoller zu sein, damit ich hier mal halbwegs gut durchkomme. Ah, das ist schon plausibel. Da hätte ich Bock drauf. Dann machen wir. Das ist mein Plan für heute. Dann sind wir natürlich auf der Suche nach Titanium. Was mir ungemein weiterhelfen würde, wenn ich bis was... Da, Titanium. Komm mit mir mit. Komm immer schön brav mit mir mit. Und hier wird nichts passieren. Schon die Uhr. Yes!
Das bedeutet, noch mehr Titanium für mich. Yay. Oh, 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 Titanium, Titanium. Fuck. Egal, war ein bisschen was. Das bringt mir Spitzhacken-Upgrade. Oh, yeah. Diamant, Uranium, okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, der Bohrer wieder. Alter. Fucking Bohrer. Das ist ziemlich intensiv. Zweimal Uhren, nehme ich mit. Nehme ich alles mit, habe ich kein Problem mit. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich zu wenig Gold mitnehme. Und das finde ich nicht so vorteilhaft. Weil ich habe jetzt so ungefähr überhaupt kein Gold mehr, Leute. Wisst ihr, wie scheiße das für mich ist? Das ist richtig scheiße für mich. So richtig, nicht nur so ein bisschen. Ah, kommen wir nicht mehr ran. So, was haben wir? Oh, das ist echt teuer. 20 Diamanten brauche ich für den nächsten. Kommen wir uns mal Maulwürfe. Weil, warum nicht? Vielleicht sehen wir ja ein paar Maulwürfe. Dann können wir auch mal sehen, was die überhaupt machen. Ich wäre interessiert dran. Was sind Maulwürfe? Was machen die? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich nicht. Schön für euch, Klugscheißer. Das ist ein Maulwurf. Maulwurf, 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 Maulwurf. Shit. Alter. Alter, der Maulwurf. Der geht richtig ab. Habt ihr den Maulwurf gesehen? Meine Fresse, was ist denn denn so ein Problem? Ernsthaft, was ist das Problem von dem Maulwurf? Was ist denn los mit dem? Das ist richtig seltsam. Und Gold. Kann ich hier eigentlich langsam Diamanten und so ein Crap finden? Ah, kommen wir noch in die Zeit ran. Oh, grün, 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 grün. Grün bedeutet gut, oder? Ist doch irgendwas Gutes. Uranium. Will ich Uranium? Klar, warum nicht? Wenn man es ja schon findet, kann man es auch mitnehmen. Liebe Kinder, macht euch die Taschen voll. Wir haben frisches Uranium. Köstlich. Uranium. Kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Und boom. Yes. Alter. Alter, digge ich da gerade tief runter. Unfassbar. Diamanten. Fucking Diamanten, ich will einen. Oh. Aber hey, 200 Meter. Super solide Leistung. Kann ich mir nicht irgendwas noch kaufen? 25 Titanium, 100 Gold, so wäre mehr Zeit. 30 Diamant, die nächste Spitzhacke. 20 Uranium und 100 Gold. Ha, Salz voll teuer. Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, ich denke, wir haben das Prinzip von Dick to China gesehen. Spiel, in dem man sich, achso, das Ziel ist wahrscheinlich nach China sich durchzubuddeln. Dauert ewig. Werden wir nicht machen. Wir belassen es bei dem Super Mega Random Flash Game. Und das war das Spiel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.